Donnerstag früh haben zwei 23-jährige Braunschweiger eine Straßenbahn entwendet. Die Fahrt begann am Hauptgüterbahnhof. Die Männer allerdings wurden von einem Fahrer einer Wartungsstraßenbahn entdeckt. Die Straßenbahn wurde daraufhin herrenlos am Hagenmarkt zurückgelassen und die beiden Männer fliehten. Allerdings wurden sie von der Polizei erfasst. Den Verdächtigen werden folgende Punkte vorgeworfen: Störung öffentlicher Betriebe, gefährlicher Eingriff in den Schienenverkehr, Hausfriedensbruch, aber kein Diebstahl, weil die Männer nur fahren wollten. Was sagt ihr zu dieser Aktion?